Herzlich willkommen zur Documenta 14 in Kassel. Wir erleben in diesem Jahr eine ganz besondere Ausstellung in der langen Tradition der Kunstschau. Denn die Documenta 14 beweist es erneut. Auch nach über 60 Jahren löst diese Institution überaus lebendig ihr Credo ein, nachdem sie sich stets neu erfindet und ihrem Publikum immer wieder Überraschendes und Unerwartetes präsentiert. In Kassel, der Heimat der Documenta, ist das ihrem Ideengeber Arnold Bode 1955 erstmals gelungen. Im Jahr 2017 sind nun gleich zwei Städte, Kassel und Athen, die Achsen, auf denen sich die Weltausstellung bewegt und globale Fragestellungen thematisiert. Von Athen lernen hat das der künstlerische Leiter Adam Cimcik überschrieben. Hier in Kassel schließt sich nun nach dem Auftakt in der griechischen Hauptstadt der Kreis und offenbart den Besucherinnen und Besuchern der Documenta die komplette Perspektive auf die diesjährige Weltkunstschau. Wir erwarten bis zum 17. September Hunderttausende von Kunst- und Kulturinteressierten aus aller Welt in unserer nordhessischen Metropole und werden sie mit Gastfreundlichkeit und all dem Schönen empfangen, mit dem unsere Stadt ausgestattet ist. Ich stehe heute im Parthenon der Bücher, der das Athener Original im Maßstab 1:1 abgebildeten Arbeit von Martha Minuchin auf dem Friedrichsplatz vor dem Fridericianum, dem seit über 60 Jahren traditionellen Ausstellungsort jeder Documenta. Beiden Orten wohnt eine große Symbolkraft inne, die ich Sie einlade zu erfahren. Wie auch die vielen anderen Orte der Documenta in Kassel, wo zeitgenössische Kunst und Performances zu erleben sind, wo eine intensive Auseinandersetzung mit den Thesen des Kuratorenteams der Documenta möglich ist. Die Documenta ist für 100 Tage das prägende Element unseres städtischen Lebens. Gestaltet ist bunt und cool, vibrierend und frisch. Mit der Verdopplung der Documenta-Perspektive durch die zwei Standorte Athen und Kassel hat sich das Interesse an der Ausstellung in diesem Jahr auch medial in bisher noch nicht dagewesener Weise vervielfacht. Journalistinnen und Journalisten aus allen Teilen der Welt berichten tausendfach über das Projekt. Es ist sehr gut möglich, dass die Documenta in diesem Jahr noch mehr Menschen nach Kassel bringen wird. Ich wünsche mir das, denn der künstlerische Erfolg und das hohe Ansehen der Documenta sind nicht zu trennen von der positiven Wahrnehmung, die Kassel damit erfährt. Ich wünsche Ihnen, seien es Gäste aus Europa oder dem weiter entfernten Ausland, seien es Kasseler Bürgerinnen und Bürger, die Ihre Documenta besuchen, ein eindringliches Erlebnis und neben dem Lernen von Athen auch viel Freude mit und inmitten der Documenta-Kunst. Musik